Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark mit mir, dem Mr. Merp. Ja, wir haben mal wieder Sturm draußen und wir sind auch relativ müde, haben einen Zustand von 94% und haben eigentlich noch relativ lange Tageslicht, was aber ja von uns kaum ausgenutzt werden kann, aufgrund der Tatsache, dass wir eigentlich schon recht erschöpft sind. Das waren die guten Nachrichten. Nein, das stimmt nicht ganz. Eine weitere gute Nachricht habe ich ebenfalls noch. Wir könnten eigentlich die restliche Zeit heute mal damit verbringen, ja, den getrockneten Birkenschössling in einen Bogen zu verwandeln. Und ihr seht hier noch, haben wir noch einige Ahornschösslinge, die da noch vor sich hin trocknen. Also uns wird es nicht langweilig werden. Ich denke mal, wir gehen als allererstes mal kurz mal eine Runde in den Keller. Ja, die schlechte Nachricht ist, ich habe aus Zeitgründen, also ich habe in letzter Zeit ja The Long Dark täglich gebracht, muss aber jetzt wieder, der Hirsch ist sehr nah, für mich feststellen, dass ich das nicht aufrechterhalten kann. Ich schaff's einfach nicht. Es wird, ja, ab dieser Folge, sage ich jetzt mal, es wieder nur dreimal wöchentlich kommen. Ich hoffe, das ist für euch okay, aber keine Sorge, wir werden weiter voranschreiten und das Gute ist auch, in dieser Gesamtkonstellation natürlich, dass ich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes mehr zeigen kann. So, hier haben wir jetzt auch schon einige von diesen getrockneten, was? Was? Hab ich schon so viele getrockneten Birkenschösslinge? Ach nee, das sind die Pfeile. Ah. Ja gut, wir können auch einfach schon mal Pfeile machen. Da habe ich kein Problem mit. Moment, dann brauchen wir aber jede Menge Metall. Ich denke, dann sollte ich mal Metall holen. Wäre vielleicht mal ein guter Plan. Denn, ja, ich habe gar keins dabei. Oder haben wir hier vielleicht noch Metall da drin? Nee, da haben wir nur das getrocknete Ledergedöns. Dann war das der Ahornschössling, der... Wir werden es gleich herauskriegen. Was wir auch immer damit bauen, wir werden es tun. Wir werden die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, aber so oder so werden wir Metall benötigen und das können wir jetzt auch gleich mit runternehmen. So, also wie gesagt, ich schaffe es einfach zeitlich nicht, das täglich fortzuführen. Da gerate ich ziemlich in Verzug, beziehungsweise in Stress. Und das, ja, da leidet auch, finde ich persönlich, so ein bisschen die Qualität drunter. Und, ja, ich habe mehr Möglichkeiten dann natürlich auf die neuen, ja, Änderungen im Spiel einzugehen. So, Moment, wo haben wir denn unser Metall hier? War es nicht, aber dann können wir hier schon mal den Stoff reintun. Da oben war es und ich musste gerade husten. Nicht wundern, deswegen gab es gerade eben das Klack, damit ihr es nicht hören müsst. Ich glaube, ich nehme einfach mal 10. Haben wir immer noch 4 hier oben. Ach Gott, hier ist ja auch das Zeug drin. Dann können wir auch den getrockneten Darm mal mitnehmen. Wir nehmen jetzt einfach mal alles mit runter, was irgendwie mit diesem Thema zu tun haben könnte. Federn haben wir auch richtig viele, stelle ich gerade eben fest. Mehr, als ich es erwartet hatte. So. Oh Gott, hier ist ja auch noch jede Menge getrockneter Darm. Ach du Schande, ach du Schande. Da müssen wir einiges runterräumen. Oh, das frische Kaninchen sollten wir aber mal irgendwo hinlegen. Wahrlich, wahrlich. Und die Schnur nehme ich auch mal mit. Wir könnten auch mal ein paar Angelschnüre bauen bei der Gelegenheit. So, Moment. Moment. Genau, dann nehmen wir mal dich, Kollege, mit. Ach, dann wisst ihr was, dann nehmen wir einfach nochmal hier 2 mit. Und ich nehme auch mal das hier mit, weil ich wissen möchte, für was es gut ist. Okidoki. Warum hat das die Fackel 44% Haltbarkeit? Gammelt die etwa? Komische Fackel. So. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt mal in dieser Folge schon mal anfangen, ein paar... Also entweder ein paar Pfeile zu bauen oder wir bauen einen Bogen, je nachdem. Na. Dip, 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 dip. Immer die maximale Paranoia, denn die Bären laufen ja jetzt irgendwie direkt am Haus vorbei. Das finde ich gemein. Das haben wir ja in einer der letzten Folgen gesehen. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckt, denn du kannst theoretisch wirklich aus dem Keller rauskommen und läufst mitten in einen Bär hinein. Wenn du Pech hast, steht er schon quasi in dir drin, wenn du da rauskommst. So, Werkbank. Wir können auf jeden Fall hier nochmal das da herstellen. Sag ich auch nicht nein. Knicke die Knack. Und nochmal. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich habe es gerade eben ehrlich gesagt gar nicht geguckt. Müssen wir mal rechts gucken.
Ich glaube, das hat gar keine angegebene Dauer. Okay. Können wir nicht herstellen. Wir könnten eine Schlinge herstellen, aber das brauchen wir nicht. Haken. Boah, stellen wir mal einen her. Was soll's? Dann können wir auf jeden Fall ein paar von den lustigen kleinen Schnüren haken. Ja, genau, hier haben wir zwei davon, drei davon. Dann machen wir hieraus nochmal eine Schnur. Wir können ja demnächst auch mal ernsthaft darüber nachdenken, auch mal eine Runde fischen zu gehen, auch wenn wir es essenstechnisch gar nicht müssen. Wir brauchen dafür gar kein Werkzeug. Ach, 10 Minuten. Ah, okay, 10 Minuten ist okay. 10 Minuten bringt uns nicht um. Machen wir einfach mal. Ja, machen wir drei Stück. Was soll's? Ich meine, wir haben jetzt die Haken. Warum es dann nicht einfach machen? Und dann gucken wir mal, was der Birkenschößling uns ermöglicht. Ah, okay, der Bogenwurst tatsächlich der Ahornschößling. Okay. Dann müssen wir jetzt Pfeilschaft herstellen. Boah, die dauern 30 Minuten. Krass. Ich glaube, wir werden heute Nacht hier schlafen. Na, legen wir mal los. Ich will gleich mal beim nächsten gucken, ob wir nicht eventuell. Nee, okay, das ist immer das Jagdmesser. Alles klar. Ich möchte natürlich so viele wie möglich herstellen. Ich weiß, dass wir drei Stück herausbekommen, glaube ich, oder zwei Stück für jeden Schöss. Ja, genau, drei. Hier da oben steht's ja. Aber ich bin auch kein Feind der Überlegung, dass wir vielleicht so viele Pfeile wie möglich haben. Ich meine, vier Pfeile zu haben ist nett. 40 Pfeile zu haben ist netter. Ach ja. Bogenschießen habe ich in echt übrigens auch schon mal versucht. Schon zweimal, aber ich habe bisher noch nicht das Sitzfleisch besessen oder in dem Fall das Stehvermögen. Hehehe. Denn beim Bogenschießen sitzt man ja eher weniger, sondern steht mehr. Das bis zum, ja, das einfach mal quasi konsequent durchzuziehen. Oh, jetzt sind wir auch noch durstig. Erschöpft und durstig. Dann sollten wir mal gegen unsere Bedürfnisse etwas unternehmen. So. Zumindest gegen das eine. Essenstechnisch. Ja, könnte man tatsächlich was tun. Aber das andere Essen, das können wir anders machen. Okay. Ich möchte jetzt aber nicht noch mehr Prozente verlieren. So. Deswegen schlafen wir jetzt einfach mal hier so unsere lustigen 8 Stunden. Ausruhen. Ich meine, Prozente verlieren ist nie gut, ne? Also in dem Fall sozusagen unser Lebensrabatt. So. Ja, es ist immer noch ein bisschen Dunkelheit übrig. Ich glaube, wir legen da nochmal 2 Stunden oben drauf. Danach essen und trinken wir nochmal was. Und dann dürfte es eigentlich draußen nicht mehr allzu lange dunkel sein. Ah, es ist sogar punktuell Tag geworden. Cool. Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Das allererste ist Essen. Nam, 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 nam. Und trinken. So. Ja, waren fast 0,6 Liter, die er sich reingepfiffen hat. So, Moment, wo war jetzt der? Werkbank, Werkbank, Dankeschön. So. Durchgeklickt. So, ja, also ich habe schon, was heißt zweimal? Ich habe es dreimal versucht. Ich war einmal in der Reha. Ja, also ich habe ein schwerwiegendes Rückenproblem gehabt und deswegen war ich dann anschließend nach einer OP meiner Wirbelsäule war ich in der Reha. Und da war eine der Sachen, die man machen konnte, Bogenschießen. Und ich wollte schon immer mal Bogenschießen. Und das macht man deswegen, weil das eine unglaubliche Rückenmuskulatur natürlich stärkt. Und ich sollte es auch weiterhin eigentlich so etwas in der Art und Weise tun. Finde aber, ja, nicht die Muße. Also sagen wir mal so, sind wir mal ehrlich. Ich kann mich da zurzeit noch nicht so dazu auf. Oh, dafür brauchen wir jetzt also das Qualitätswerkzeug. Interessant. Macht aber auch Sinn. Eine Pfeilspitze herzustellen ist schon etwas filigranere Arbeit. Können wir 2 Stück machen. Okay. Brauchen also im Grunde einfach deutlich mehr Metall. Braucht auch 30 Minuten pro Durchgang. Auch mal interessant. Ja, das machen wir mal ein paar Stück, ne? Was soll's? Ja, und damals gab es das. Ups. Ah, geht doch. Gab es das in der Reha? Da habe ich das zum ersten Mal gemacht. Es gab es, glaube ich, alle 2 Tage. Das war richtig, richtig geil.
Hat mir richtig gut gefallen. Ich wurde auch immer besser als Anfänger natürlich, muss man das immer sehen. Also man schoss da nicht auf 100 Meter oder so, sondern das waren glaube ich 15 oder 20 Meter. Aber jeder, der schon mal mit dem Bogen geschossen hat und sich an seine Anfängerzeiten zurückerinnert, weiß, das ist auch eine Herausforderung, die man mal nicht so, ja, mal so abtun kann. Und wenn man da besser wird, dann ist das natürlich eine coole Sache. Dann habe ich das zu Hause erstmal weitergemacht. Bei uns hier in der Gegend, ich glaube überall gibt es eigentlich das mehr oder weniger, gibt es einen Verein, die das veranstaltet haben. Aber ich muss zugeben, das lag auch, glaube ich, ein bisschen an dem Sommer. Das war der Sommer 2010, ist also schon ein bisschen her. Da habe ich das dann nicht weitergemacht, weil hat ständig geregnet. Und ja, also die anderen Bogenschützen, die waren da halt relativ stumpf. Und ich habe das eine Zeit lang auch gemacht. Und wenn der Regen warm war, hat es mich auch nicht gestört. Aber wenn du dann halt quasi im kalten Regen, also wenn es so nasskalt war, dann Bogen geschossen hast, das hat mir keinen Spaß gemacht. Weil du halt dann, ja, also ich meine, ihr wisst ja, wie es ist, kalt, eiskalte Finger, nasskalte Finger. Und dann so eine Bogensehne spannen, das tat höllisch weh, kann ich euch sagen. Und ja, da war der Spaßfaktor, nennen wir es mal, begrenzt. So, Moment, jetzt können wir eigentlich das hier mal essen. Bei der Gelegenheit. Mach das auf. Ach, da oben ist jetzt der Ladebalken. Ich verstehe. Da war ich ja gerade eben so ein bisschen auf dem Holzweg. Ja, das pfeifen wir uns auch noch kurz rein. So, sehr gut. Aber es war cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich hätte es eigentlich ganz, ganz gerne selber gemacht. Das Problem ist, sich selber einen Bogen kaufen ist so unfassbar teuer. Boah, 22 Pfeilspitzen und 33 davon, das ist cool. Und das ist eigentlich der Grund, weswegen ich es bis jetzt nicht geschafft habe, sozusagen da das konstant weiterzumachen. Im Urlaub dieses Jahr war es tatsächlich, dass ich es nochmal versucht habe. 1,5 Stunden für einen einfachen Pfeil! Ach du Kacke, und man braucht 3 Federn. Uiuiui. Jetzt gucken wir mal, was wir da hingebastelt bekommen. Ja, so kriegen wir die Zeit auch rum, ne? Heute ist die Bogenbaustunde. Bauen wir ein paar Pfeile. Ich meine, es ist logisch, dass es relativ lang dauern muss, aber wow. Und wir brauchen deutlich mehr Krähenfedern. Hier sind Krähenfedern der limitierende Faktor, das sehe ich jetzt schon. So. Ich finde es schade, dass man das... Boah, jetzt haben wir Flüssigkeitsmangel. Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben, wir haben nichts mehr zu trinken und auch nichts mehr zu essen. Ich nehme vorsichtshalber das Gewehr. Ihr wisst warum. So. Auch wenn der Bär jetzt direkt vor uns steht, haben wir sowieso keine Chance. Alles gut. Boah, der hat mich gerade erschreckt, der Wind. Der kommt plötzlich so auf und ich denke mir, Schande. Mir springt was ins Gesicht. Ja gut, das war der Wind, aber... So. Erstmal bedienen wir uns fürstlich gar hier an unserem leckeren Snackbar-Gedöns. Moment, was können wir denn sonst noch so mitnehmen? Genau, Fleische. 1, 2, 3, 4. Das ist doch ganz gut. Ach, wisst ihr was, wir nehmen nochmal einen Liter mit. Ich möchte das unten jetzt durchziehen. Wir werden einfach unten nochmal campieren. Da kenne ich jetzt gar nichts. Und ich meine, wir haben jetzt sowieso noch mal eine Nacht vor uns. Fupp. So, perfekt. Also wieder raus. Trilli, Pampi, gucken, dass uns da nicht irgendwas auflauert. So. Oh, und jetzt ist schon offiziell Nacht. Nacht, stürmisch, kalt. Igidigit. So, und... da rein. Ab in den Keller mit uns. Da gehören wir gerade hin. Wir sind ein Kellerkind. Denn wir schrauben da an allerlei Dingen. So, dann können wir uns eigentlich gleich nochmal was zum Essen reinziehen. Wir stellen uns mal direkt vor die Werkbank. Dann übersehen wir es auch nicht, wenn wir gleich wieder Dunkelheit haben. So, und weiter geht's. Ja, von der Müdigkeit her packen wir das noch ein paar Pfeile herzustellen. Zip, 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 zip. Und wenn wir dann fertig sind, haben wir vielleicht auch die Möglichkeit... Moment, Werkzeug. Ach, dafür brauchen wir jetzt wiederum kein Werkzeug. Ja, okay, wir stecken die Sachen nur zusammen. Wobei die Federn... Ja gut, die Federn kann man auch reinstecken, wenn man die Pfeile schon entsprechend präpariert hat. Man muss ja hinten...
gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also heutzutage würde man das natürlich kleben, würde man hier so quasi hier, also natürlich erstens Kunstfedern, aber angenommen, wir machen es mit einer richtigen Feder. Dann können wir das hier quasi sozusagen abtrennen, einen Teil der Feder. Oder sogar in der Mitte, wenn wir richtig Profi sind, aufschneiden. Da wo, ach Gott, dieser Federstiel nenne ich ihn jetzt mal. Ornithologie war nie meine Stärke. Für alle, die sich jetzt über mich lustig machen wollen. Und dann würde man das eventuell einfach hier rankleben. Oder man macht hier ja so Schnitte rein. Kann jetzt sozusagen so ein Dreiecksschnitt sein. Oder auch so ein Viereckschnitt. Das kann aber auch, also es müssen eigentlich schon mindestens, glaube ich, drei Federn sein, damit der Pfeil sozusagen stabilisiert ist. Zwei reichen nicht. Vier kann man auch machen, aber muss man, glaube ich, nicht unbedingt. Also die zwei Möglichkeiten hat man. Also wenn man das jetzt hier quasi eingeschnitten hat mit einem Messer, mit einem Bastelmesser, sage ich jetzt mal, dann kann man einfach die Krähenfeder da auch ordentlich reinklemmen und dann mit Schnur zusammenbinden und fixieren. Das muss natürlich eine dünne Schnur sein, dann ist das an und für sich gar kein Thema. Dann hat man potenziell sozusagen diesen, also einen Pfeil entsprechend, ja, und jetzt haben wir keine Krähenfedern mehr. Super, das heißt, wir können jetzt auch theoretisch einfach mal schlafen. Theoretisch müssen vorher was essen und was trinken und dann können wir schlafen. So. Können wir gleich mal gucken, wie viele Pfeile wir gebaut haben. Auf jeden Fall haben wir dadurch einen Tag natürlich rumgebracht. 34 Tage leben wir jetzt. Gucken wir mal ganz kurz, wie viele Pfeile haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier noch 26 Pfeilschäfte. Das ist echt krass. 15 Pfeilspitzen. Wir müssen echt dringend diese Krähenfedern finden. Und 7 einfache Pfeile. Wow. Das ist weniger, als ich dachte. So, ich glaube, wir schlafen mal 6 Stunden. Dann haben wir noch genügend Stunden Tageslicht übrig. So. Fertig. Schlafsack aufheben. Habe ich noch irgendetwas hier drin, was irgendwie Sinn macht? Aktenschrank. Ja, okay, das hier noch. Kann ich eigentlich sogar noch was herstellen. Was ist da noch drin? Das Zeug, genau. Ich wollte ja noch den getrockneten Darm darüber räumen. Die Federn lassen wir jetzt mal da. Wir wissen, dass wir jetzt mehr brauchen. Birkenrinde nehme ich mit. Ah, das können wir noch herstellen, genau. Und Kollege, dich lasse ich jetzt mal da. Dich lasse ich jetzt auch mal da. Die Pfeilspitzen müssen wir auch nicht mit uns rumschleppen. Und auch das nicht. Die Schnur nicht. Dinge, die wir einfach jetzt, ja, hier lassen können, ne? Weil brauchen wir akut nicht. So, aber eine Sache, die möchte ich gar noch kurz gemacht haben. Genau, dich, Kollege, hier 15 Minuten nochmal einen Bärlauchverband. Ja, nee, ist nicht Bärlauch, ist Bartflechte, aber es klingt einfach witziger in meinen eigenen Ohren. So, oh Gott, wir haben schon wieder Hunger und Durst. Meine Fresse. Machst du ein bisschen was? Schon ist der wieder hungrig und durstig. Ich habe jetzt... Ach, das war ja wegen Schlafen, habe ich völlig vergessen. So... Uns geht's gut. Tag 35. Krass. So, Moment. Gewehr haben wir in der Hand. Wir gehen jetzt nach oben. Und gucken mal, was inzwischen alles so getrocknet ist. Und Türe. Ich habe inzwischen immer als Angst, wenn ich aus der Türe rauskomme. Irgendwann passiert's dann. Da ist clear. Auch clear. Ist eigentlich gerade eben ein richtig schöner Morgen mit minus 1 Grad Celsius. Könnte ehrlich gesagt schlimmer sein. Ja, ich glaube, wir könnten dann tatsächlich, weil sich jetzt diese Folge schon wieder dem Ende neigt. Ah, das ist fertig. Perfekt. Perfekt. Das räumen wir gleich auch noch irgendwie auf. Perfekt. Ein Ahornschloss legen. Jawohl, wir haben unseren ersten. Wir könnten theoretisch jetzt einen Bogen bauen. Ich glaube, das möchte ich eigentlich auch fast tun. Aber die Sachen räume ich noch runter. Ich denke, wir werden jetzt in der nächsten Folge noch ganz, ganz kurz den Bogen bauen. In Anführungszeichen ganz, ganz kurz. Ich glaube, der dauert länger. Und dann, wenn wir die Zeit noch haben, vielleicht machen wir das auch zuerst, je nachdem, wie lange der Bogen braucht, gucken wir uns mal den Jagdstand da drüben an, in der Nähe des Teichs. Ihr erinnert euch vielleicht, den wir nicht anschauen konnten, weil da ein Bär rumgelaufen ist. Und ja, vielleicht finden wir da noch ein paar nette Sachen. Im Zweifelsfall haben wir ihn einfach, ja, examiniert. So.
Das da oben ist leer, das heißt, da kommt der Bär rein. Es ist leer, also Bär. So, wobei, nee, Moment. Kriegen wir dich da rein? Wie schwer ist denn das Bärenfell? 1 Kilo. Das ist nicht so viel. Das ist da, also im Vergleich Wolfs- und Bärenfell, würde ich mal behaupten, ist überraschend geringer Unterschied. Ja, aber das Problem ist, ja, wir müssen jetzt trotzdem die anderen Schrankabteile dafür verwenden. Was so gesehen doof ist, jetzt geraten wir durcheinander, aber wir können es nicht ändern. Moment, getrockneter Darm behalte ich mal noch in der Hand. Frisches Kaninchen möchte ich eigentlich hier mal trocknen. Werden wir nie wiederfinden, verspreche ich euch. Ach, da liegt ja auch noch Darm rum. Die Betonung auf finden wir nie wieder, ne? So, Werkbank. Was sagt denn der Bogen? Der Survival-Bogen. 5 Stunden Survival. Ja, wisst ihr was? Den baue ich ganz, ganz kurz zwischen den Folgen. Liebe Leute, also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ade.